Kedira mal spielt vorne oder Luka Netz. Okay, komm, Kedira vorne. Kedira vorne drin. Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Topspiel-Challenge auf unserem Funky Football YouTube-Kanal. Dortmund gegen Hertha im Signal Iduna Park. 25. Spieltag steht an. 18:30 Spiel Dortmund gegen Hertha. Ist es ein Topspiel? Ist die Frage. Aber gibt es am Samstag irgendeine andere Option für ein Topspiel? Ich gehe mal ganz kurz durch. Nee. Nee, ja. Gibt's absolut nicht. Der Samstag wird eine Katastrophe. Wir können einfach nur hoffen, dass möglichst viele Tore fallen in der Konferenz, weil die Abwehrreihen inkompetent sind. Mehr Hoffnung bleibt da gar nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Topspiel ist auch eine Frechheit. Berlin ist, warte, wir gehen mal die Tabelle durch. Auf dem 15. Tabellenplatz, 18:30 Spiel, passt da auf jeden Fall richtig, richtig gut. Aber wir hätten Leipzig gegen Frankfurt am Wochenende. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir haben so aufgestellt, wie wir es denken, weil Liga Insider gerade einen Spacken hat. Ja, ich habe aufgestellt wie in der Champions League mit Dahoud, Bellingham, Delaney und dann hinten, ihr kennt die ganzen Verdächtigen. Genau, hier Chan auf Rechtsverteidiger, der Stabilisator in der Abwehr. Macht gar keine Fehler. Nein. Nee, ich habe mir selber ins Bein geschossen. Ich hätte jetzt sagen können, Liga Insider ist jetzt wieder dran, dass nicht Martin Dardai mit einer 61 hinten drin steht, aber ich war ehrlich genug, das mit zu übernehmen. Der Haaland-Stopper habe ich gehört. Der Haaland-Stopper ist es. Ja, einen besseren Job als alte Räte letztes Mal wird er vielleicht machen. Ich glaube, das Hinspiel war auch schon ein Topspiel, kann es sein? Ja. Ja. Geil, einfach gleich das Thumbnail benutzen. Scheiß drauf. Wir gehen einfach mal direkt. Nicht mehr. Schade, wir gehen einfach mal direkt ins erste Spiel am Freitagabend während unserem Weekend League Stream, den ich diese Woche alleine mache. Ja, muss ich. Komme vielleicht nach, ich weiß es nicht. Genau, aber wir werden auf jeden Fall trotzdem da sein. Und das Spiel ist Augsburg gegen Mönchengladbach in Augsburg. Ja, was soll man zu Gladbach so sagen? Wir sind in einer Krise, sind in einer richtig krassen Krise. Aber gegen Augsburg, was denkst du? Ja, aber Augsburg zu Hause kann sich da schon mal einigeln. Das stimmt natürlich, Augsburg. Und dann so eine Ecke reinbringen oder sowas. Das stimmt. Ja, und ganz ehrlich, ich meine, Gladbach stellt sich ja zurzeit selber eigentlich Beine. So wie du mir jetzt gerade eins gestellt hast. Ich habe gedacht, ich krieg den Ball. Scheiße, rote Karte. Ja. Hoffentlich kommt FIFA bitte. FIFA bitte. Das wäre die größte Frechheit. Ja. Besser ist es. Ich gehe mal ergebnistechnisch. Ich glaube, spielerisch wird es eine Katastrophe. Ich glaube, das Spiel wird gecarried von Versuchen von Gladbach. Und ich glaube, am Ende belohnt sich so 2-1, aber ich glaube nicht, dass es überzeugen wird. Ja, boah, komm. Ich mache mal die andere Fährte. Gladbach dominiert das Spiel 3-0. Okay. Na, kommt gut, komm mal in die Latte. Oh, Toussaint. Ja, reagiert die heute noch? Nee, reagiert nicht heute mehr. Nicht. Schade. Gute erste Chance hier. Und wir gehen einfach mal direkt weiter ins erste von vier katastrophalen Konferenzpartien, also spannungstechnisch und manche auch fußballtechnisch. Wolfsburg gegen Schalke 04. Wolfsburg hat endlich mal die Streak gebrochen mit, die spielen so souverän, die holen sich alles zurück. Dafür haben sie uns aber ein anderes Highlight gebracht. Paulo Otavio. Bester Mann. Bester Mann. Also ich verstehe nicht, wir haben es heute gesehen. Welt hat eine 4-Spiele-Sperre gekriegt. Ja, wer hat denn den DFL ins Hirn geschissen? Ist ein bisschen exzessiv vielleicht. Ja, so dumm. Muss man sagen. War eine Notbremse, war eine klare Notbremse. War aber nicht gesundheitsgefährdend, war die perfekte Grätsche hinten rein. Ja. Kommen mehr perfekte Grätschen im Spiel oder wird es einfach relativ schnell wegdominiert von Wolfsburg und Schalke? Wegdominiert. Sagst du, wird deutlich oder klassische 2-0 für Wolfsburg? Eigentlich klassisches 2-0 für Wolfsburg, weil ich glaube, die machen dann genauso viel, wie sie machen müssen und den Rest spielen sie dann runter. Gramozis hat ja einen Punkt geholt im Debüt. Gegen Mainz. Mit Bunkern. Gegen Mainz. Also, wie vielversprechend der Punkt dann ist, lässt sich auf jeden Fall drüber streiten. Ich glaube nicht, dass sie gegen Teams wie Wolfsburg irgendeine Chance haben. Natürlich könnten sie sich aus Versehen zu einem Punkt bunkern, aber ich glaube nicht, dass es nochmal passiert. Und deswegen gehe ich hier auf ein ganz klassisches 2-0. Gehst du damit? Ja. Gehst du mit? Gehe ich mit. Und dann fußballerischer Leckerbissen. Letzter Sonntag habe ich gesagt, wird 2-0-0. Wurde nicht 2-0-0. Aber einmal 1-1. Und einmal 0-0. Und hätte auch fußballerisch genauso gut wie 0-0 sein können jedes Mal. Köln gegen Union Berlin, zwei Teilnehmer vom letzten Sonntag, spielen jetzt gegeneinander. Tippen also 0-0, oder? 1-1, komm. Glaubst komm, du dran? Komm, paar Tore. Paar Tore. Ja, ich würde mir wünschen, dass es wieder spannend wird, aber ganz ehrlich, Union Berlin gegen Köln. Union Berlin immer noch Siebter, sehe ich gerade.
haben sich durch ihre Weltklasse-Anfangsphase echt ordentlich Kredit erspielt. Ja, echt, die sind echt schlecht drauf, ne? Ja, und auch mit Kruse jetzt, klar, der wird keine Wunderheilung hier ins Offensivspiel bringen, aber ich dachte eigentlich, dass er so ein paar mehr Akzente setzen kann. Hat er nicht gemacht. Nee. Deswegen glaube ich auch, dass es gegen Köln ähnlich uninteressant wird. Ich hoffe, dass da wenig in der Konferenz von gezeigt wird. Aber das Problem ist, dass man dann, wenn davon weggeschaltet wird, zu Mainz gegen Freiburg kommt. Ich würde sagen, dann machen wir auch direkt weiter, oder? Klar. Mainz gegen Freiburg. Oder willst du als Köln-Fan noch ein bisschen was sagen? Glaubst du an 1-1 oder hast du es nur gesagt, weil ich gesagt habe, es geht unentschieden aus? Nee, ich glaube wirklich an 1-1. Ich glaube, es war auch das Hinspielergebnis. Oder war es 2-1 für Dings? Irgendwie, es war auf jeden Fall knapp lange, das weiß ich, ich habe es geguckt. Mainz-Freiburg wird ein 2-1-Freiburg-Sieg, oder? Mainz-Freiburg. Ja, müsste ein 2-1-Freiburg werden. Also, ich habe jetzt letzte Woche dann gegen Freiburg getippt. 2-1, wurde ein bisschen deutlicher mit dem 3-0 von Leipzig. Die hatten echt gar keine Chance. Die Freiburger wurde komplett ihre Grenzen aufgezeigt. Ja. Aber da sind die, glaube ich, auch in Ordnung damit, wenn die ihre Grenzen gegen Leipzig aufgezeigt bekommen. Ist jetzt für den ihren Saisonverlauf nicht weiter schlimm. Ob du 2-1 verlierst oder 3-0, hast du beides mal 0 Punkte. Stimmt. Sag ich ja mal. Das ist korrekt. Und ich glaube, die versuchen auch ihre Punkte woanders zu holen. Zum Beispiel in Mainz. Ja, komm, tipp einfach wieder 2-1. Ich bin Mr. 2-1 Freiburg. Bin nicht Mr. 3-1, wenn die Quote passt. Sondern ich bin Mr. 2-1, wenn Freiburg spielt. Gehst du auch auf 2-1? Ja, mach ich. Hast dich jetzt mit angefreundet, oder? Ja, safe. Und dann gehen wir noch ins letzte Spiel von der Konferenz. Wie gesagt, eine Viererkonferenz. Bremen spielt gerade, als wir es aufnehmen, für 2-0 gegen Bielefeld. Hat also ihre Hausaufgaben gemacht im direkten Duell unten drin. Und danach kommt München zu Gast. Die haben spielfrei in der Champions League. Spielen erst nächste Woche. Ich denke, das wird eine klare Angelegenheit, oder? Ja. Was sagst du, ergebnistechnisch? Komm, du machst dein Ergebnis noch vor der Halbzeit und dann komme ich nach der Halbzeit. Das kann sehr deutlich werden, ich sag mal 4-1. Okay, wir sehen uns gleich in Halbzeit 2. Ich wechsle zweimal zur Halbzeit, bringe hier Luke Bakio für Córdoba und What If Guendouzi für Toussaint und gebe meinen Ergebnistipp noch ab und tippe auf ein 3-0 für Bayern München. Also gleiche Differenz. Glaubst du nicht, Sargent pacet sich einmal durch? So wie letztes Mal, meinst du? Ja. Das war ja im Hinspiel, ne? Ja, in der Allianz Arena, da war das, das Sargent-Ding auf der anderen Seite. Ja, aber nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die werden ein bisschen müde sein jetzt vom Bielefeld-Spiel, weil ich habe es jetzt, wie gesagt, wir sehen es gerade nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die da deutlich mehr investieren als jetzt in anderen Spielen, wenn du gegen so einen Tabellennachbar spielst. Obwohl ich das auch gegen Köln gedacht habe und da ist auch wenig passiert. Ja. Naja, ich würde sagen, wir gehen zum Spiel, was wir hier gerade spielen, weiter. Topspiel 18:30 nach einer atemberaubenden Konferenz geht's hier nach Dortmund. Piontek ist verletzt. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, wen ich auswechsel von meinen Stürmern. Habe einen Stürmer gewechselt, jetzt keinen mehr auf der Bank. Kedira, Radon. Jetzt ist nämlich verletzt. Nehmen wir trotzdem mit, oder? Du kannst auch Kedira mal spielen vorne oder Luka Netz. Okay, komm. Kedira vorne. Kedira vorne drin. Kedira vorne. Ich bin Stuttgart-Fan. Kedira vorne drin. Ja. Das fühle ich mich wohl damit. Okay, stark. Könnte sein, dass er auch verletzt ist. Ich weiß gerade gar nicht. Er hat letztes Mal nicht gespielt. Ja, stimmt. Und eine Strafe bekommen, weil er seine Maske nicht getragen hat. Über lange Zeitraum. Okay. 150 Euro Geldstrafe. 150 Euro, das kostet auch in der Bahn selbst mehr. Ich glaube schon. Ich glaube aber, er hat auch eine Verwarnung bekommen. Okay. Keine Strafe. Naja, auf jeden Fall, ich lasse dir mal die Bühne. Ja. Hertha hat, wir haben die Spiele gewonnen, ne? 2-1 letzten Spieltag. Haben erstmal wieder Punkte geholt. Ich glaube, ja doch, die haben gewonnen. Da hast du mich erwischt, weiß nicht. Aber ich glaube nicht, dass es von Hertha abhängig ist, wie das Spiel ausgeht. Natürlich nicht. Ich glaube, das ist ganz deutlich... Von dem Mann hier abhängig. Zum Beispiel. Wie er auch hier das Tor macht, hoffentlich auch gegen Hertha, aus meiner Sicht. Hinspiel war ja eindeutig. Jeder kennt noch den Haaland-Lauf gegen Alderete. Ja. War aber auch erst in der zweiten Halbzeit auf. Einseitig. Ja, und Dortmund eigentlich ganz gut drauf. Mit Selbstbewusstsein jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen oder so, ne? 6 Spiele, ich weiß es nicht. Ja, nicht gewonnen unter der Woche. Ach ja. Haben spät noch einen Ausgleich kassiert. Weiter haben aber an sich ganz gut gespielt auf jeden Fall. Ja, gut gegen den Druck auch gegengehalten. Das Sevilla ist ja draufgegangen wie die Feuerwehr. Ja. Gut, gegen Bayern haben sie verloren, aber Digga, wer tut's nicht?
Ohne Witz, wert uns nicht. Gut, die Art und Weise haben wir uns letzte Woche... Es war die Match-Taktik. Genau, als wir zusammen geguckt haben, haben wir da ausgiebig drüber geredet. Das wollen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Da wären wir beide nur wahnsinnig. Hast du schon ein Ergebnis gesagt, das ich überhört habe? Oder? 13-0 würde ich sagen. 13-0 würdest du sagen? Ja. Okay, ich glaube, dass Pal Dardai Masterclass kommt. Echt? Und ja, sie werden trotzdem verlieren, aber ich glaube, dass sie Dortmund sehr schwer machen werden gegen eine Mannschaft, die sich tief hinten reinstellt. Zum Beispiel auch mit dem Mann hier, Martin Dardai. Und einfach nur versuchen... So geil, dass er seinen Sohn spielen lässt. Ne? Einfach nur versuchen, alles wegzuverteidigen, glaube ich, die Männer. Deswegen kann ich mir da schon vorstellen, dass es etwas schwierig wird für die Dortmunder, vor allem wenn dann so ein Ausnahmetalent wie Sancho fehlt. Bisschen müde vielleicht von unter der Woche. Das heißt, ich gehe mal auf ein 2-1. Relativ knapp. Ich glaube auch, dass es relativ lang, relativ zäh wird. Aber dass dann halt individuelle Klasse siegt und deswegen Dortmund sich durchsetzt. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf den Sonntag, oder? Ja. Leverkusen gegen Bielefeld. Bielefeld jetzt gerade 2-0 verloren. Sind damit immer noch auf dem 16. Platz. Leverkusen wieder gewonnen, haben unter der Woche seit langem. Gegen Gladbach? Ja, nicht unter der Woche, am Wochenende meine ich. Gegen Gladbach. Wird auch Leverkusen hier wieder machen. Knapp, deutlich. Boah, es sind echt viele Spiele, knapp oder deutlich. Ich weiß es echt nicht. Ich sag mal, wird ein dreckiges Spiel 2-1. Lange 1-1. Ja, sie hört mich gerade nicht. 3-0. Okay. 3-0 Leverkusen. Okay. Sieht sie ja noch am Freitag. Dann kriege ich wieder Hate-Nachrichten auf Snapchat. Ja. Soll vorkommen, muss man mit leben. Leverkusen ist schon, also sind Fünfter gerade, haben sie jetzt vielleicht wieder gefangen. Das wird man sehen am Wochenende, deswegen gehen wir ein bisschen auseinander im Ergebnis. Und dann kommt ein geiles Spiel, glaube ich. Ja, das kann man sich auf jeden Fall geben. 15:30 Leipzig gegen Frankfurt. Ja. Frankfurt, ja, sagt man noch in guter Form. Ja, ne? Ja. Ja. Ich glaube, wir ziehen unseren Stream einfach ein bisschen vor am Sonntag. Ja. Wir streamen ja immer Sonntag 14 Uhr auf YouTube. Und da ist jetzt gerade, fangen wir ein neues Team an und ich würde sagen, wir gehen einfach 13 Uhr online. Ja. Weil das Spiel Leipzig-Frankfurt ist schon ganz geil. Wollen, glaube ich, auch ein paar Leute sehen, deswegen gehen wir dem Ganzen mal ein bisschen aus dem Weg. Also, wenn ihr wollt, guckt am Sonntag beim Stream vorbei, 13 Uhr. Und Ergebnistipp, sag ich 2-0 Leipzig. Ich glaube, es hat sich ausgefrankfurt. Frankfurt hat auch gegen Stuttgart Punkte liegen lassen. Ich habe ein 2-2 gecallt. Es ging 1-1 aus, war dann nicht ganz das gleiche Ergebnis, aber auch ein Unentschieden. Sie haben es wieder schwer getan. Kamara hat ein bisschen gefehlt und insgesamt die Leichtigkeit war nicht da, wie sie gegen Bayern zum Beispiel da war. Das stimmt. Und Leipzig hat Selbstvertrauen, obwohl die spielen unter der Woche. Genau, deswegen heute wollte ich 2-1 für Frankfurt nämlich tippen. Einfach, okay. Wenn du nach Bukarest fährst oder Budapest, ich weiß es nicht genau. Ist ja irgendwas Gleiche. Nein, ist es natürlich nicht, aber, ne? Ja, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja, so sieht's aus. Komm. Jawohl. Was denn, hä? Was denn? Das ist doch ein Witz. Haaland. Haaland. Ja, das klassische Haaland-Tor. Einfach mal reingepult. Ich sag 2-1 Frankfurt, was sagst du? Okay, 2-0 Leipzig. Bleibst du dabei? Bleib ich dabei, ja. Auch wenn die unter der Woche spielen, ich glaube, die sind gerade relativ gut in Form wieder, relativ abgewichst. Und dann kommen wir zum Spiel, was ich richtig genießen werde am Sonntag. Sonntag hast du Spaß, sagst du. Sonntag genieße ich, glaube ich, richtig. Okay. Stream erstmal, dein Ergebnis von Leverkusen-Bielefeld angucken. Ja. Schmunzeln müssen wahrscheinlich. Apropos Stream, müssen wir eine Ankündigung machen. Es geht wahrscheinlich in die letzte Runde unserer Abstimmung. Ne? Ihr könnt noch mitentscheiden, welches Team spielen wird. Also guckt auf Instagram vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Ja. Wir haben heute Mittwoch, gestern Dienstags, während der Champions League die erste Runde, das Viertelfinale gespielt. Ein paar Teams jetzt nicht da durch, schauen wir gleich. Ne? Ja, und dann gibt es Halbfinale und dann am Freitagabend, würde ich sagen. Ja, bestenfalls Freitagabend kommt dann die Abstimmung zum, die finale Abstimmung, wer es dann wirklich wird. Genau. Also, lasst da eure Stimme hören oder zählen. Aber was sagst du erstmal Stuttgart? Ich gewinne das Ding. Ja? Ja, die holen das Ding. Hoffenheim ist wieder ein Gegner, der vorne mitspielen will, sich nicht hinten reinstellt. Und, Schiedsrichter? Okay. Deswegen gehe ich auf ein 3-1 für Stuttgart. Ah ja, und wählt alle für Sasa Kalajdzic Player of the Month bei EA Sports auf der Instagram-Seite, auf der Twitter-Seite, auf der Website. Überall findet ihr den Weg zum Sasa Kalajdzic Player of the Month. Erfüllt mir einen Lebenstraum. Der Mann will eine SBC machen, habt ihr gehört. Ich sag auch 3-2 in Stuttgart wieder mit. Ich glaube an die Männer.
Ansonsten wünschen wir euch einen hoffentlich torreichen Samstag und Freitag auch, bis es dann zum geilen Sonntag geht. Ja, haltet durch, Männer. Nicht die Köpfe hängen lassen. Haut euch vielleicht das ein oder andere Bier rein, wenn ihr dürft. Ja, ansonsten schaut gerne bei der Zwickau-Karriere vorbei. Geht in die finale Phase in der zweiten Liga. Genau, vielleicht geht's erste Liga, vielleicht bleiben wir in der zweiten Liga. Man weiß es nicht, schaut auf jeden Fall gerne da vorbei. Ansonsten viel Spaß beim Fußballwochenende. Macht's gut, ciao, ciao. Und servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been here.